Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 18. Das ist die zweite Lesung des Dringlichen Gesetzentwurfs der Fraktionen von CDU, Bündnis 90 Die Grünen, Freie Demokraten zum zweiten Gesetz zur Änderung des Hinterlegungsgesetzes. Wir haben als Grundlage die Drucksache 20-9113 zur Drucksache 20-8834. Und ich freue mich, dass mein eben noch Mitpräside jetzt als Berichterstatter hier auftritt. Herr Wiesemann. Schönen Dank, Herr Präsident. Der Rechtspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 20-9089 anzunehmen. Die Beschlussfassung erfolgte einstimmig. Vielen herzlichen Dank. Auch hier liegen uns keine Wortmeldungen vor, weder aus dem Plenum der Fraktionen noch von der Landesregierung, sodass wir zur Abstimmung schreiten können. Wie gesagt, es ist der Dringliche Gesetzentwurf zum Hinterlegungsgesetz, und wir stimmen ab über die Form TUB 20-9113. Wer stimmt dem zu? Dem bitte ich um das Handzeichen. Das ist die AfD, die FDP, der Kollege Kahnt, die CDU, die Grünen, die Sozialdemokraten und das ganze Haus und die Fraktion der Linken. Damit einstimmiger Beschluss dieses Hauses, und damit wird auch dieser Gesetzentwurf zum Gesetz erhoben.